denn unterscheiden kann. Also du hast heute Morgen oder Vormittag auch darüber gesprochen, dass andere Energien uns überlagern können, dass manche Menschen eine sehr starke Ausstrahlung haben und uns dann energetisch überlagern oder eben auch die Gedanken. Und wie, da war die Frage, wie kann man unterscheiden, ist es jetzt mein eigener Gedanke oder der von jemand anderem oder so auch mit Wünschen, die in einem sind. Wie kann ich das auseinanderhalten, ob die wirklich von mir kommen? Also manchmal kann man ja, wenn man einen Gedanke hat, also dieser Gedanke hat eine Energie. Und je nachdem, was für eine Energie der hat, kommt der von woanders her. Gedanken sind ja mehr als nur Gedanken. Die haben ja energetisch auch eine Energie. Und was man auch tun kann, wenn man sich einfach energetisch reinigt, von all dem, was man übernommen hat von anderen Menschen, ganz allgemein, auch wenn man gar nicht vielleicht immer weiß, was genau das ist. Und dann merkt man vielleicht nach der Reinigung, dass das und das weg ist. Und dann weiß man so im Nachhinein, ach so, das habe ich von jemandem übernommen. Das sind die einzigen zwei, die mir jetzt in den Sinn kommen. Mhm. Ich wollte noch kurz anmerken, Christina hat eine Gruppe, einige von euch sind hier sogar aus Christinas Gruppe, das gibt es noch nicht lang, erst seit Anfang März. Da hat Christina, ich komme jetzt drauf, weil du da eine Übung reingestellt hast, also über die energetische Reinigung, und in diesem Gruppenbereich stellt Christina immer mal wieder Übungen oder vertiefende Texte rein und findet ihr auf ihrer Webseite. Das leider nur auf Deutsch, also leider haben wir das noch nicht in verschiedenen Sprachen. Das ist einfach immer sehr aufwendig. Du sagst, es gibt viele Arten von Licht. Kannst du das näher erklären? Ist das auch bei uns Menschen so? Also ich habe eigentlich Menschen damit gemeint, weil jeder ein bisschen einen anderen Grund, warum er hier ist. Und jeder hat ja eine andere Art, wie er sein Licht auf die Erde bringen möchte. Also auch physisch, auf welche Art der Mensch das macht. Das ist bei jedem ja ein bisschen anders. Und es hat ja auch damit zu tun, was einem Freude macht. Und jeder mag ja was anderes. Es gibt Menschen, die mögen Pflanzen und andere, die malen gerne Bilder. Also es hat einfach jeder eine andere Art, wie er sein Licht auf die Erde bringt und mit anderen teilt. Und wenn wir auf unsere Art unser Licht herbringen, dann ist das wie so ein kleines, wenn wir als Teilchen am richtigen Ort im göttlichen Plan drin sind. Das ist wie ein großes Bild mit lauter kleinen Teilchen, und wenn die am richtigen Ort sind, dann gibt es so ein großes Bild, und das ist mit uns auch so. Und darum braucht es ja dann auch jedem von uns, weil jeder von uns auch was anderes hierher bringt. Jeder von uns hat ja eine andere Energie und auch physisch eine andere Art, wie er sein Licht mit anderen teilt. Und wenn wir unsere innere Führung spüren, dann spüren wir auch, was für uns das Richtige ist. Und das ist etwas, was wir ja nur selber spüren können. Andere Menschen können uns zwar Ideen geben,
Aber ob diese Idee für uns stimmt, das wissen wir ja nur selber in uns. Und weil jeder von uns seine eigene Art hat, bringt es ja auch nicht viel, wenn wir uns miteinander vergleichen. Das ist ja auch etwas, was in unserer Gesellschaft als ein Muster drin ist, dass wir uns mit anderen vergleichen. Und wenn wir das nicht mehr machen, dann kommen wir ja mehr zu uns selbst zurück. Weil wenn wir uns mit anderen vergleichen, dann ist ein Teil von uns selbst ja nie bei uns. Dann ist er ja sonst wo. Und wenn wir das nicht mehr tun, dann sind wir ja auch näher bei dem Gefühl, dass wir gut genug sind. Und in unserer Gesellschaft ist das ja irgendwie verdreht. Also da gibt es ja die Vorstellung, wenn man so und so ist oder das und das hat, dann ist man gut genug und sonst nicht. Und bewusst oder unbewusst sind dann die Menschen immer am Vergleichen, weil das einfach in der Gesellschaft so mitgegeben wird. Oder schon in der Schule bei den Kindern. Dann vergleichen sie die Noten untereinander. Also es fängt ja schon dort an. Das ist wie so ein Muster in unserer Gesellschaft. Und davon gibt es ja ganz viele. Und wenn wir für uns alleine dieses Muster erkennen und auflösen, dann geben wir das energetisch ja auch ins Feld. Und alles, was energetisch da im Feld ist, das ist dann ja wie Vorarbeit energetisch. Also da wird energetisch schon Weg gemacht. Und andere, die dann später das Gleiche machen, die haben es dann leichter, weil energetisch schon dieser Weg da ist. Auch wenn das den Menschen dann vielleicht gar nicht bewusst ist. Aber das ist etwas, das passiert ganz automatisch. Also das hängt nicht davon ab, ob wir daran glauben oder ob wir überhaupt mal davon gehört haben. Danke, Christine. Ich hatte die Frage auch noch so verstanden mit den verschiedenen Arten von Licht. Es gibt ja Leute, die sprechen auch im feinstofflichen Bereich, also von feinstofflichen Wesen, die ein echtes oder ein nicht so echtes Licht haben. Also ich hatte die Frage auch noch so verstanden. Möchtest du darüber was sagen? Also es gibt ja in der feinstofflichen Welt viele verschiedene Wesen. Und es gibt die Wesen, die wirklich liebevoll und lichtvoll sind. Und dann gibt es auch andere Wesen, die halt manipulieren. Man muss in der geistigen Welt das halt auseinanderhalten, was das für Wesen sind. Und man kann das nicht immer auseinanderhalten, nur vom Aussehen her. Es gibt ja auch Wesen, die sehen lichtvoll aus, aber sind nicht wirklich lichtvoll, weil sie keine Liebe haben. Ich denke, das meinst du mit dem echten Licht? Ja, es geht auch in die Richtung, was du manchmal auch sagst, dass eben, dass man auch hinter den Schein im wahrsten Sinne des Wortes schauen soll oder spüren soll. Ist es ein Licht oder eine Ausstrahlung, die mein Herz berührt? Oder es gibt ja auch viel die Frage, ja, wie kann ich denn das Echte vom Unechten unterscheiden? Ja, das habe ich eben gerade erklärt. Ja, okay. Aber vielleicht hat man es auch nicht verstanden in dem Fall. Ich vielleicht nicht. Das gibt's auch. ja, du, die Zeit fliegt so. Wollen wir noch eine Frage?
Oh, eine lange Frage. Wie kann ich mich am besten verhalten, wenn ich in einer Umgebung lebe, wo die Energien ganz anders sind als meine? Und es fällt mir schwer, wenn ich von einer Energie in eine andere komme. Also ich finde, es kommt auch immer darauf an, was man halt mit Umgebung meint. Also wenn man zum Beispiel an einem Ort wohnt, wo die Energie nicht gut ist. Also ich persönlich fände es dann immer toll, wenn man einfach wegziehen könnte. Weil es gibt ja gewisse Energien, wenn man die lange Zeit immer fühlen muss, das ist auch nicht so toll. Aber was man ja immer machen kann, dass man bei sich zu Hause einen energetischen Raum macht, wo es halt schön ist, wo man das energetisch drin hat, was man eben möchte, wo man seine eigene Energie drin hat. Ganz egal, ob der Nachbar oder die Umgebung auch so ist. Also, dass man bei sich zu Hause es energetisch schön macht. Oh ja, das sind dann all die Lichtoasen, von denen du auch so oft sprichst, diese Lichtpunkte überall auf der Erde verteilt, wo jeder von uns, da wo er ist, oft fragen sich ja Leute auch, warum wohnen wir nicht alle zusammen auf einem Punkt? Und es ist, glaube ich, auch total wichtig, dass wir so verteilt sind, dass überall dieses Netz gebaut werden kann von all diesen lichtvollen Oasen, die jeder für sich baut. Ist das so? Kann ich mir schon vorstellen, ja. Ja. Du hast ein Buch, eines deiner Bücher hat den Buchtitel Am Ende ist alles gut. Möchtest du uns zum Schluss deines heutigen Vortrags noch sagen, warum du so sicher bist? Weil hier sitzen viele, die haben das von dir noch nie gehört. Und eines deiner Bücher hat diesen Titel. Weil ich hier inkarniert bin, habe ich gesehen, dass die Menschen, die aufwachen, das waren wie so Lichtpunkte überall auf der Erde. Und zuerst waren die so einzeln und irgendwann haben die sich verbunden miteinander und dann gab es so ein Lichtnetz. Und diese Lichtpunkte, da hat man gesehen, dass die zusammen in diese neue Energie hochgehen.